So, Leute, heute noch was Kurzes. Kaltheim Premium Promo Pack. Ich habe noch mal ein Promo Pack. Ein Premium Promo Pack. Entschuldigung. Premium Promo Pack. Von Kaltheim in die Finger bekommen. Und dann dachte ich mir, das muss ich euch noch mal zeigen. Ist jetzt auch schon. Boah, fast ein Jahr her. Fast ein Jahr. Über ein Jahr. Oh, egal. Auf jeden Fall lange. Long, long time ago. I can still remember. Ja, hier habt ihr den Code. Können Sie mal anfangen, wenn ihr schon in Arena spielt und ihr nicht mehr wisst, ob ihr dann damals schon einen Code benutzt habt. Bis zum 1. Juli 2022. Das müsste noch funktionieren. Dementsprechend, da ist euer Code. So, okay. Unsere erste Karte ist Tazri, Leuchtfeuer der Einheit. 5 Mana, 4-6, legendäre Kreatur, Menschkrieger. Er ist einfach kein Ally mehr. Das tut mir so weh. Er ist kein Ally mehr. Zaubersprüche, die man wirkt, kosten für jede Kreatur in eurer Abenteuergruppe ein Mana weniger. Was war denn die Abenteuergruppe? Ach stimmt, das war hier mit Krieger, Wizard. Ja, ich erinnere mich. Und für ein blaues, ein rotes, ein schwarzes, ein grünes oder zwei farblose, je nachdem, was man davon nicht hat, kann man sich die obersten 6 Karten deiner Bibliothek anschauen. Man kann davon bis zu 2 Kleriker, Krieger, Räuber, Zauberer und oder Verbündetenkarten offen vorzeigen und auf die Hand nehmen. Lege den Rest im beliebigen Reihenfolge unter deiner Bibliothek. Also ich vermute, man kann 2 Karten nehmen, die entweder Kleriker, Krieger, Räuber, Zauberer und oder verbündete Karten sind. Also doch noch Ally. Zählt Ally zum Abenteuergruppe? Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, ich habe es nämlich vergessen. Dann haben wir ein maskierter Vandale. Ein grünes, ein farbloses 1-3 mit Wandelwicht, also alle Kreaturentypen. Und wenn ihr ins Spielfeld kommt, können wir eine Kreaturkarte aus dem Friedhof ins Exil schicken. Wenn wir das tun, können wir ein Artefakt oder Verzauberung, die unser Gegner kontrolliert, auch ins Exil schicken. Das ist nicht schlecht. Und Verschlinger der Träume. 2 Mana 0-3. Jede Nichtlandkarte auf meiner Hand, auf der Hand des Spielers, hat Vorherbestimmung, die keine Vorherbestimmung hat natürlich, hat Vorherbestimmung. Dann kann man eben 2 Mana bezahlen, um die von der Hand in Exil zu schicken. Und man kann die für 2 Mana weniger casten, farblose Mana hier. Und der behält jedes Mal, wenn man vorherbestimmt, plus 2, plus 0 bis zumindest zu ist. Sehr coole Karte. Hat man eine Menge Quatsch mitbauen. Ja, das war das Premium Promo Pack. Nächstes Mal kommt wieder ein richtiges Booster. Ich verspreche es euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Blacksit. Ciao, ciao.